Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Yoga Junkies Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird mir kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Hannah und Tyler. Sie kostet ab 39,99 pro Box und enthält Beauty-Produkte, Lifestyle-Produkte, Food-Produkte, Om-Produkte, Deko-Produkte, alles, was das Herz begehrt. Und ich darf in diesem Video tatsächlich auch eine Yoga-Junkies-Box an einen von euch verlosen. Was sich darin verbirgt, habe ich dir hier oben in diesem Video verlinkt, denn es ist die Box von August. Und alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, die Yoga-Junkies kommen aus Österreich und sind sehr entspannte und liebevolle Menschen. Und das spiegelt sich auch immer extrem in dieser Box wieder. Sie ist sehr liebevoll gestaltet. Man kann auf deren Instagram-Account auch immer genau sehen, wie die Boxen packen und so. Ich feiere das immer hart. Und hier haben wir tatsächlich die Box. Die sieht jedes Mal eigentlich genauso aus. Wir haben hier so einen rötlichen Karton. Da steht das Logo von den Yoga Junkies drauf. Das Ganze ist aus Pappe. Und hier steht drauf, we come, we flow, we love. Und da bin ich sehr gespannt, was sich jetzt im September da drin verbergen wird. Dann haben wir hier immer eine Anleitung, wie man das perfekte Unboxing gestalten könnte. Ich mache das auf meine Art und Weise hier vor euch auf diesem YouTube-Channel und öffne hier jetzt einfach mal das Seitenblatt. Nee, Moment, erstmal dran riechen. Witzig. Im August kam uns ein extrem guter Duft entgegen. Jetzt rieche ich gar nichts. Nichts! Okay, ich habe das Klebi einmal gelöst und öffne das Seitenpapier. Hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und es ist schon holographisch unterwegs hier vorne. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, das Yoga Junkies Magazin Moonchild Moon Magic. Kreiere dein persönliches Mondritual. Den Mond sehen wir jetzt tatsächlich ja auch immer häufiger, weil es wird eher dunkel. Hier steht dann nochmal drin, was die Packer der Box sich dabei gedacht haben, als sie die Box kreiert haben, sprich Hannah und Tyler. Moonchild Edition. Sie beherrscht den Himmel bei Nacht. Ihr subtiles Leuchten reinigt jeden Teil deines Körpers. Sie ist mystisch und magisch zugleich. Man fühlt sich ihr so nahe und doch ist sie so weit weg. Wir träumen davon zu entfliehen, nur um mit ihr durch die Nacht zu tanzen. Ruh dich aus, Mondkind, und sei gewiss, dass sie über dich wacht, während du schläfst. Sehr schön. Der Mond. Wow, da war eine Schnake, die ist gerade voll gegen meine Softbox geflogen. Habe ich mega erschrocken. Ey. Genau, ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also es hat immer was mit Entspannung, Runterkommen, Meditation zu tun. Und wir schauen jetzt einfach mal in die Box. Das erste Produkt ist Moon Dust, also quasi Mondstaub. Loose Ritual Incense. Ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Also das ist die Verpackung. Und hier hinten haben wir dann den Mondstaub quasi drauf. Das sind Kräuter, Woods, also Hölzer, Blumen und Resins. Ich weiß nicht, was Resins oder Resin sind, aber wir haben tatsächlich... Mein Freund rennt gerade durchs Haus und schlägt die Mücken kaputt. Also wenn es hier rumst, ne? Mein Freund rastet aus. Okay, ja, das kriegst du dann wahrscheinlich auch im Yoga Junkies Shop. Ich verlinke dir auch unten alles in der Infobox. Ich schaue mal ins Heftchen, was das genau sein soll. Ob das vielleicht etwas ist, was man zum Räuchern verwenden kann oder so. Ja, ein Moon Dust Ritual Räucherwerk. Oh, wow, das kostet 24,99. Krass. Eine bezaubernde Mischung aus natürlichen Harzen, Kräutern. Ach, guck mal. Resins heißt Harze. Hölzern und Blumen, welche ausgewählt wurden, um deine innere Göttin hervorzurufen und einen Raum voller Liebe und heilender Energien zu schaffen. Diese einzigartige Zusammensetzung verschiedener Räucherwerke ist perfekt geeignet, um in allen Phasen des Mondzyklus zu reinigen, wiederherzustellen und zu manifestieren. Okay, du musst eine feuerfeste Schüssel nehmen, dann machst du da Sand und kleine Steine irgendwie mit rein, dann nimmst du eine Holzkohlescheibe in die Schüssel, zündest die Kohle an, gibst hier von 5 bis 8 Gramm damit rein. Dann machst du deine Meditation und kannst dann entsprechend den Duft genießen und dabei einfach entspannen. Also ich habe tatsächlich letztens auch ein Video gesehen von einer Lady, Hannah irgendwas, Hannah, ich
kann euch hier oben mal den Instagram-Account von, ach Quatsch, den Instagram, den YouTube-Kanal verlinken. Da hat sie auch über mein Sternzeichen, über Zwillinge gesprochen und da auch gesagt, dass wir Zwillinge immer sehr unruhig sind und rastlos und so und dass Meditation bei uns sehr, sehr gut helfen soll. Ich persönlich versuche viel so dieses autogene Training, dass man halt auch abends zum Einschlafen einfach was anmacht und sich dann einfach so ein bisschen in eine andere Welt hineindenkt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich sowas über Tag machen würde, was ich dann im Winter viel machen werde, dass ich mir da auch einfach mal so eine kleine Auszeit nehmen kann, um runterzukommen und diesen ganzen Sabbelfluss und Denkfluss stoppen kann. Mal gucken. Okay, hier steht das Ganze auch nochmal auf als kleines Booklet mit drin, was dieses Moondust-Ritual macht. Also im Prinzip das Gleiche, was im Heftchen steht. Dann haben wir als nächstes hier Teaology, Tea Infusion Skincare. Das ist ein Shower Body Wipe 2 in 1. Das soll dich reinigen und erfrischen. Das ist aus 100% biologisch abbaubaren Produktgeschichten. Aha. Sie haben keine Zeit für die Dusche? Kein Problem. Mit diesem Körperpflegetuch aus weichem Naturgewebe für die Körperwäsche unterwegs schenken Sie Ihrem Körper sofortige Frische und einen angenehmen Duft. Enthält Schwarztee und mit antioxidativer Wirkung und Extrakte aus Aloe Vera, Ingwer, Teebaumöl. Die Wirkstoffe reinigen die Haut, versorgen sie mit Nährstoffen und verleihen ihr duftendes Wohlbefinden. Ideal nach dem Sport, auf Reisen oder bei Aktivitäten an der frischen Luft und es ist alkoholfrei. Das finde ich ja geil. Hätte ich heute auf der Arbeit mega gut gebrauchen können, denn wir hatten es einfach mal 30 Grad. Deswegen hätte ich das richtig gut gebrauchen können. Nehme ich mir mit auf die Arbeit oder packe das einfach mal in meine Handtasche oder in meinen Beutel. Also meine Handtasche ist quasi der Beutel aus der Juli-Box, glaube ich. Genau, richtig, richtig cool. So, dann haben wir als nächstes hier ein Parfum drin und das habe ich tatsächlich schon von Juniper Lane, das Moonflower. Es passt so, so gut, Leute, ne, zum Thema. 100% natürlichen Ursprungs und das sind 50 Milliliter. Das ist mit Mandel, Violet ist Violette, ich weiß es nicht, und Sandelholz. Das ist ein richtig, richtig schöner, angenehmer Duft und das finde ich schön, dass es mit drin ist. Das ist nicht super teuer, das heißt, es gefällt mir auch, so dass ich mir das auch demnächst mal nachkaufen kann, wenn es dann irgendwann mal leer ist. Aber ich habe es, wie gesagt, schon bei mir im Spiegelschrank stehen. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich AiduaP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn du vielleicht auch mal sehen möchtest, was ich in meinem Badezimmerschrank drin habe, was ich unter der Dusche aktuell stehen habe, denn da mache ich gerne immer so Insta-Stories draus. Genau, finde ich cool, dass es mit drin ist. Ich habe das einmal in diesem Rosa und ich habe das auch in diesem hellblau Mint Türkis irgendwas. Mega cool. So, dann haben wir hier drin ein Schmuckstück von den Yoga Junkies. Wie gesagt, das kannst du auch im Yoga Junkies Online-Shop kaufen. Und da habe ich zum Beispiel auch schon mal in einer Box diesen Federring mit drin gehabt am kleinen Finger. Und den trage ich jeden Tag und er färbt nicht ab. Er ist wirklich, wirklich gut. Der verformt sich nicht. Der ist echt klasse. Kann ich mega empfehlen. Also der war, wie gesagt, in der Box mit drin. Hatte ich total gefeiert. Und hier haben wir etwas Goldenes drin. Oh. Oh mein Gott, ist das schön. Das ist so eine Doppelkette mit diesen Plättchen und da ist auch so ein Halbmond mit dran. Boah, das muss ich mir mal eben umlegen. Ich mag ja gerne diese Ketten, ne, mit diesen Plättchen. Und ich traue mich auch immer mehr an Goldschmuck ran, muss ich gestehen. Ich habe auch so eine Plättchenkette schon. Aber das hier finde ich besonders schön, weil die sind sehr, sehr funkelnd. Und dann hast du halt noch diesen Halbmond mit dabei. Finde ich extrem schön, oder? Da, oh, mag ich gerne leiden. Das ist schick. Das behalte ich gleich an. Das finde ich toll. Oder? Ich finde das cool. Kann man auch theoretisch noch ein bisschen enger machen. Aber ich mag das immer ganz gerne, wenn die halt so ein bisschen lockerer sitzen, die Ketten, und nicht ganz so eng am Hals sitzen. Das ist irgendwie so ein bisschen leichter dann für mich vom Gefühl her. Ich glaube, die Plättchen müssen dann über die untere Kette von dem Halbmond, ne? So muss es dann quasi. Mag ich gerne. Richtig cool. Als nächstes haben wir dann hier etwas drin. Das ist gut eingepackt. Oh, wie praktisch. Ich glaube, hier hast du dann jetzt die passenden Utensilien für das Räucherwerk, was auch mit dabei war. Da hast du hier so eine, ich weiß nicht, Tonschale von Cozy and Trendy. Ist diese hier. Die ist schön, ne? Das mag ich gerne leiden. Das ist so in der Optik, als wäre das quasi innen gebrochen. Das mag ich auch richtig gerne, wie das so aussieht. So, ach geil. Dann haben wir hier noch ein bisschen Sand dazu bekommen. So Dekosand, den kann man sich dann da entsprechend unten reinmachen. Dann haben wir hier noch Teelichter, ein Teelicht,
noch ein Teelicht. Und dann haben wir hier noch, das kenne ich von einer Wasserpfeife, die ich mal in meiner Jugend geschenkt bekommen habe, Golden Temple Charcoal. Das ist Aktivkohle. Und das kann man dann quasi nehmen, in die Mitte setzen und dann außen drum zu. Ich bastel das mal eben zusammen. Hier würde man dann jetzt tatsächlich die Holzkohle reinsetzen und anzünden. Und auf die Holzkohle würde man dann entsprechend das Räucherwerk geben. Mache ich jetzt nicht, weil es wirklich viel zu warm ist. Ich dekoriere das einfach mit einem Teelicht. Dann hat man das so schon mal. Finde ich ganz süß. Das ist schöne Deko, kann ich mir auf jeden Fall in meine Wohnung hinstellen. Das ist ein kleines Beutelchen von Eco-Friendly. Yoga Junkies steht hinten auch nochmal drauf. Hey, ich bin gerade voll fasziniert, was hier drin ist. Irgendwie so ein Selbstbauset. Ach Gottchen, das sind so Steine. Und in diesem Beutelchen haben wir drei Steine drin. Zuallererst haben wir hier, jedenfalls würde ich das so behaupten, einen schwarzen Turmalin. Und der soll entsprechend Schutz geben. Es ist ein Hüterstein, der dich vor äußeren Einflüssen, Stress, Spannung und negativer Energie schützt. Er bildet eine starke Barriere zwischen dir und anderen und sorgt dafür, dass du nicht in Drama oder emotionale Zwickmühlen hineingezogen wirst. Er begründet und verankert weiters Lichtenergie im psychischen Körper. Im physischen Körper und fördert innere Weisheit, Stabilität und Mut. Also den Stein kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, wenn ich irgendwie nervös bin und einfach ein bisschen runterkommen muss. Und der beschützt mich dann einfach vor meinen inneren Ängsten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, als zweites haben wir hier den Mondstein. Der sieht aus, als wäre das Metall, oder? Das ist so ein Block. Sehr interessant, ist auch sehr kühl jetzt. Der Mondstein ist in hohem Maße auf die weibliche Energie des Universums und die Energie des Mondes und seiner Zyklen ausgerichtet. Mit seinem cremigen Aussehen, oder ist das hier der Mondstein? Nee, ich glaube, das hier ist dann der Mondstein, oder? Weil das ist cremiges Aussehen. Genau. Mit seinem cremigen Aussehen und seiner übernatürlichen Textur ist der Mondstein ein Kristall, der oft von jenen gesucht wurde, die ihre Vision über das hinaus erweitern möchten, das allein auf dieser Welt möglich ist. Er ist als Stein des Aufbruchs bekannt und bringt mit seinem Neuanfang Einsicht und Intuition. Der Mondstein wirkt aufbauend und beruhigend, er fördert die psychischen Fähigkeiten und beruhigt Reaktionen, wodurch die Selbstanalyse geschützt wird. Okay, interessant. Dann ist das hier aber der Pyrit. Ja, das sieht eher nach einem Pyrit aus, sagte die Frau, die richtig viel Ahnung von Edelstein hat. Der Pyrit ist als Schutzstein bekannt. Er schützt vor negativer Energie und physischer Gefahr und regt den Intellekt an. Er fördert aber auch die Selbstreflexion und wenn du Zeit mit dem Stein verbringst, wirst du jene Merkmale über dich selbst lernen, die deiner höheren Vision nicht dienlich sind. Wenn du schlechte Gewohnheiten beenden willst oder jene Dinge überwinden möchtest, die dich zurückhalten, so ist der Pyrit definitiv dein Freund. Im Prinzip kann ich alle von diesen drei Steinen sehr, sehr gut gebrauchen. Sehr aktuell für mich tatsächlich auch. Und ich weiß nicht, ne, bei einer Meditation hält man das dann entsprechend in den Händen und lässt die Energien dann, glaube ich, durch den Körper fließen. Finde ich sehr, sehr interessant. Also, ja, das ist cool. Wenn du auch Bock drauf hast, zum Team der Yoga-Junkies dazuzugehören und dir gegebenenfalls die Box abonnieren möchtest, dann nutz super gerne meinen Code CLAUDI10, damit sparst du 10% und alle weiteren Details unten in der Infobox verlinkt. So, das war jetzt die Yoga-Junkies-Box von September. Die ist für mich persönlich jetzt eher so auf ein ganz bestimmtes Ritual ausgerichtet, nämlich, dass man entsprechend meditiert, dass man sich auf sich selber konzentriert und einfach sich so einnordet. Das ist so mein Vibe, den ich jetzt hier von der Box bekomme. Ich finde, dass die Kette wirklich wunderschön ist. Also es ist auf jeden Fall eine Box, die man abonnieren kann, wenn man möchte, wenn man ein bisschen mehr Om in sein Leben bringen möchte. Das heißt, wenn man auch wirklich sich etwas spiritueller öffnen will. Das ist gar nicht so leicht und mir persönlich fällt es auch nicht immer leicht. Und ich habe da auch nicht immer so den Draht zu, aber oft habe ich das, dass ich dann auch einfach mal durchatmen, runterkommen. Das ist so der erste Schritt zur Meditation, der erste Schritt, um ein bisschen mehr Ruhe in mein Leben zu bringen. Und das hilft mir tatsächlich mit den Produkten von den Yoga Junkies sehr, sehr gut.
positiver Nebeneffekt, es sind halt auch wirklich sehr stylische und sehr, sehr schöne Produkte, die man ganz normal in den Alltag integrieren kann. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!